und herzlich willkommen zu meinem Lesemonat März. Anfang des Monats dachte ich noch, dass es ein eher kleiner Lesemonat wird, aber als ich dann meine Hausarbeit für die Uni abgegeben habe, habe ich doch noch sehr viel gelesen und deshalb fangen wir am besten direkt an. Das erste Buch, das ich in diesem Monat gelesen habe, war Lügentochter. In dem Buch geht es um Piper. Piper ist in einer Sekte aufgewachsen, aber weiß selbst gar nichts davon. Sie stellt keine Fragen und glaubt alles, was ihr Vater ihr sagt. Eines Tages wird sie dann von der Regierung gerettet und kommt zu einer ihr wildfremden Frau, die sich von nun an um sie kümmert. Aber Piper hat gelernt, dass sie in der Außenwelt niemandem trauen kann. Die Kapitel spielen abwechselnd davor und danach, was ich total interessant fand, weil man dadurch auch das Leben in der Sekte kennenlernt. Die Autorin schreibt auch in ihrem Nachwort, dass sie selbst eine Zeit lang in so einer Glaubensgemeinschaft gelebt hat. Mir hat das Buch richtig gut gefallen und ich fand es total interessant zu lesen. Und ich mag das Cover irgendwie auch total gerne. Eine Stelle in dem Buch, die ich besonders schön fand, war: Tue ich überhaupt je irgendwas, ohne vorher jeden Schritt und jede mögliche Folge genau durchzukalkulieren? Manchmal bin ich mir selbst in Gedanken so weit voraus, dass mir die Wirklichkeit gar nicht mehr real vorkommt. Das fand ich total schön, weil ich mich darin auch sehr wiedererkannt habe. Das nächste Buch, das ich gelesen habe, war Sie müssen da nicht allein durch, aus der Praxis eines Psychotherapeuten oder Warum unkonventionelle Methoden oft die wirksamsten sind, von Martin Rau-Köpsel. Der Autor erzählt von seinem Alltag als Psychotherapeut und die Geschichten sind thematisch sortiert, also jedes Kapitel beschäftigt sich mit einem Thema, zum Beispiel mit Trauer, Wut oder Depression. Und jedes Kapitel beginnt mit einem kurzen, allgemeinen Einleitungstext zu dem Thema, was ich total gut fand. Und danach folgen verschiedene Geschichten aus dem Therapiealltag. Und die Geschichten sind super vielfältig und das fand ich total interessant, weil man da auch merkt, wie unterschiedlich die Menschen sind und was für unterschiedliche Probleme sie haben können und auch wie vielfältig die Behandlungsmöglichkeiten sein können. Mir hat das Buch gut gefallen, weil es sehr abwechslungsreich war und einige Erzählungen waren unterhaltsam, manche berührend und aus anderen konnte ich auch einen lehrreichen Gedanken mitnehmen. Und was mir auch gut gefallen hat, war, dass der Autor auch von PatientInnen erzählt, die die Therapie abgebrochen haben oder noch nicht bereit für eine Therapie waren, weil das ja nun mal auch vorkommt. Danach habe ich Die andere Seite gelesen. Das Buch habe ich für meine Hausarbeit gelesen. Die andere Seite ist der erste und einzige Roman von Alfred Kubin und ist 1909 erschienen. Der Ich-Erzähler bekommt die Einladung, mit seiner Frau in das Traumreich umzusiedeln. Aber ist das Traumreich wirklich so traumhaft? Ich habe die Ausgabe, wo auch Illustrationen von Alfred Kubin mit drin sind, die ich auch total schön finde, weil man sich dadurch die Handlung auch nochmal anders vorstellen kann. Ich mag den Roman ganz gerne. Ich habe Die andere Seite auch vor einigen Jahren schon mal gelesen und fand es jetzt ganz schön für die Hausarbeit, den fantastischen Roman auch noch einmal zu lesen. Danach habe ich Der Duft von Nelken von Noah C. Walker gelesen. Ich habe mich vorher total darauf gefreut, das Buch zu lesen, weil das der erste Teil der Wieland-Reihe ist und den zweiten und dritten Teil habe ich vorher schon gelesen gehabt, deshalb war ich sehr gespannt auf den ersten Teil. In diesem Buch geht es um Sandra. Sandra hat ein für sie perfektes Leben. Sie lebt mit ihrem Ehemann und ihren zwei Kindern zusammen und hat ein erfolgreich geführtes Unternehmen. Doch dann kommt ihre Familie bei einem tragischen Flugzeugabsturz ums Leben
Und es dauert 7 Jahre, bis sie ihre Trauer ein bisschen mehr überwinden kann, um sich wieder zurück ins Leben zu kämpfen. Doch dann entdeckt sie in einem Bankschließfach in der Schweiz, das ihrem Ehemann gehört hat, eine Menge Geld und ihr Misstrauen ist geweckt. Sie geht dem Ganzen auf die Spur und dabei geschehen um sie herum auch unheimliche Dinge und sie gerät selbst in Gefahr. Dabei wird sie von Timo Wieland begleitet. Timo ist einer der Wieland-Geschwister. Ich fand das Buch zwar ganz nett zu lesen und zwischendurch auch ganz spannend, aber irgendwie hatte ich mir mehr erhofft und war dann auch ein bisschen enttäuscht, weil mir der zweite Teil und der dritte Teil viel besser gefallen haben. Ich glaube, es liegt daran, dass in den anderen Teilen auch mehr von der Wieland-Familie erzählt wird, von den Wieland-Geschwistern und man mehr Geschwister kennenlernt und besonders die Interaktion und das Verhältnis zwischen den Geschwistern war das, was mir an den anderen beiden Büchern besonders gut gefallen hat und das kam in dem ersten Teil noch gar nicht wirklich vor und deshalb weiß ich gar nicht, ob ich da die anderen auch gelesen hätte, wenn ich das Buch zuerst gelesen hätte. Ich glaube nicht. Deshalb war es wahrscheinlich ganz gut, dass ich erst Teil 3, dann Teil 2 und jetzt zuletzt Teil 1 gelesen habe. Auch wenn ich beim Lesen ein kleines bisschen enttäuscht dann war. Das nächste Buch, das ich gelesen habe, war Buddies im Kampf mit dem Körper von Susi Orbach. Das Buch ist ursprünglich 2009 erschienen und das ist eine überarbeitete Neuauflage. Susi Orbach beschäftigt sich in dem Buch mit allen Themen, die irgendwie mit dem Körper zusammenhängen und erzählt auch immer wieder von PatientInnen aus ihrem Alltag als Psychotherapeutin. Das war auch das, was ich an dem Buch am interessantesten fand, vor allem weil sie Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Problematiken auch herstellt, die man auf den ersten Blick vielleicht nicht sehen würde. Generell muss ich sagen, war das Buch ganz interessant zu lesen, aber irgendwie auch ein bisschen anstrengend. Also ich musste total oft die Seiten nochmal lesen, weil ich nicht verstanden habe, was jetzt die Kernaussage war. Und manche Sachen waren zwar schon auch irgendwie erschreckend, aber das Buch hatte für mich jetzt nicht wirklich viele neue Erkenntnisse und deshalb war ich auch hier ein bisschen enttäuscht, weil ich mir irgendwie mehr erhofft habe. Danach habe ich ein Buch gelesen, auf das ich mich richtig doll gefreut habe, und zwar die Mitternachtsbibliothek von Matt Haig. In dem Buch geht es um Nora Seed. Sie ist einsam und verzweifelt und beschließt, sich das Leben zu nehmen. Sie gelangt dadurch in eine Zwischenwelt, in die Mitternachtsbibliothek und dort reihen sich unendlich viele Regale mit Büchern, die alle ein Leben erzählen, was sie hätte führen können, wenn sie sich an irgendeiner Stelle anders entschieden hätte. Nora hat nun die Möglichkeit, in verschiedene Leben reinzuschlüpfen und zu schauen, ob die Entscheidungen, die sie bereut, sie wirklich glücklicher gemacht hätten. In der Mitternachtsbibliothek trifft sie auch auf ihre ehemalige Schulbibliothekarin, Mrs. Aim, und die hilft ihr dabei, die richtigen Bücher und Leben auszuwählen, die sie austesten möchte. Mir hat das Buch richtig gut gefallen. Ich habe es sehr gerne gelesen und ich finde die Idee, die dahinter steckt, total schön und auch die Botschaft und die Gedanken, die dahinter stehen. Danach habe ich Wie du deine Angst den Schrecken nimmst gelesen. Die Autorin Chris Gust hat selbst Erfahrungen mit Angst und Panik. In dem Buch gibt es zuerst eine kurze allgemeine Einleitung zu Angst und Panik und danach folgen Tipps und Strategien, die einem im Umgang mit Angst und Panik helfen können. Diese sind von A bis Z sortiert und es gibt auch
wirklich zu jedem Buchstaben etwas. Zu Beginn gibt es auch eine Übersicht, sodass man auch gezielt nach einem Thema suchen kann. Außerdem sind Akuthilfen immer noch mal hervorgehoben, also Übungen und Strategien, die einem in einer akuten Angst- oder Paniksituation helfen können. Ich finde es total wichtig, dass es so ein Buch gibt, weil es die verschiedenen Strategien vereint, die man sich als betroffene Person sonst einzeln zusammensuchen muss. Und ich glaube, das Buch eignet sich gut, um zu schauen, welche Methoden helfen mir, um mit Angst und Panik umzugehen und um vielleicht auch neue Ideen zu bekommen, was man mal ausprobieren könnte und um auch einfach immer mal wieder hier reinzuschauen und durchzublättern, um auf neue Strategien zu stoßen, die einem helfen können. Danach habe ich Das Schokoladenmädchen gelesen. Das Buch spielt Ende des 19. Jahrhunderts und es geht um Madeleine. Madeleine flieht mit ihrer Mutter nach Deutschland. Dabei geht aber das Schiff unter und Madeleine kann gerettet werden. Dort trifft sie auf einen Zuckerbäcker, der sie unter seine Fittiche nimmt und ihr das Handwerk des Zuckerbackens beibringt. Und schon bald leitet sie seine Konfiserie in Riga. Beim Lesen erfährt man viel über das Leben, die Mode und die Veränderung Ende des 19. Jahrhunderts in Riga, was ich sehr interessant fand. Und die Beschreibung von Gefühlen oder der Umgebung hat noch immer viel mit Schokolade oder mit dem Backen zu tun, was ich auch total schön fand. Insgesamt hat sich das Buch zwischendurch aber auch sehr gezogen und deshalb hat es mich nicht so wirklich gepackt. Danach wollte ich mal wieder ein spannendes Buch lesen und habe mich für John Katzenbach, Der Patient, entschieden. Es geht um den New Yorker Psychiater Dr. Frederick Starks. Am Abend seines 53. Geburtstags entdeckt er im Wartezimmer seiner Praxis einen Brief mit der Überschrift »Willkommen am ersten Tag Ihres Todes«. Der Brief ist unterzeichnet mit dem Namen Rumpelstilzchen und Rumpelstilzchen zwingt ihn zu einem grausamen Spiel. Und zwar hat er 15 Tage Zeit, um herauszufinden, wie der richtige Name von Rumpelstilzchen lautet. Und ansonsten wird er seine Familie nach und nach umbringen. Außer der Psychiater Starks entscheidet sich dafür, sich das Leben zu nehmen, um dann seine Familie zu retten. Insgesamt fand ich die Idee hinter dem Buch sehr spannend und ich fand auch vor allem den Anfang und das Ende recht spannend beim Lesen. Aber zwischendurch hat sich das Buch auch sehr gezogen und es war irgendwie zwischendurch ein Kampf weiterzulesen und gerade bei einem Psychothriller finde ich das sehr schade, wenn es zwischendurch nicht spannend genug ist, dass man unbedingt weiterlesen möchte. Auch das nächste Buch hat mir nicht ganz so gut gefallen. Und zwar habe ich von Nina Sedano die Ländersammlerin gelesen, wie ich in der Ferne mein Zuhause fand. Die große Leidenschaft von Nina Sedano ist das Reisen und sie entschließt, ihren Job zu kündigen und alle 193 UN-Staaten zu bereisen. Was ich am Reisen immer am schönsten finde, ist, andere Kulturen kennenzulernen und die Atmosphäre in einer fremden Stadt oder einem fremden Land zu spüren und zu fühlen. Und das fehlte mir in dem Roman total. Also es wirkte oft wie eine Aneinanderreihung und nur eine Aufzählung von den Ländern, die sie bereist hat. Und das fand ich total schade, weil es so oberflächlich war und irgendwie so wirkte, als
würde sie einfach nur alles von ihrer Liste abhaken wollen. Und das ist für mich nicht das, was das Reisen ausmacht. Und zwischendurch gab es auch einige Erzählungen, die ein bisschen ausführlicher waren, die mir dann auch ein bisschen besser gefallen haben. Aber auch dort kam diese Atmosphäre nicht so wirklich rüber. Und vor allem fehlte es mir auch irgendwie, dass man die Kultur und das Land irgendwie ein bisschen kennenlernt. Also dadurch, dass sie meistens auch nur recht kurz irgendwo war, ist das wahrscheinlich auch gar nicht wirklich möglich. Aber trotzdem hätte ich mir gewünscht, ein bisschen von diesem Reisegefühl auch beim Lesen zu spüren und vor allem auch irgendwie die Atmosphäre in den verschiedenen Ländern. Außerdem hat mir der Schreibstil nicht so gefallen. Ich hatte das Gefühl, dass sie sehr viele Wortspiele verwendet, was oft viel zu viel war und manchmal auch einfach irgendwie unpassend und unangemessen wirkte. Das wurde im Laufe des Romans ein bisschen weniger und ich fand es beim Lesen dann ein bisschen angenehmer, aber irgendwie hat mir das Buch überhaupt nicht gefallen. Danach habe ich ein Buch von Ella Sabee gelesen, weil ich auch ab und zu ihre Videos auf YouTube schaue, und zwar Nicht perfekt ist auch okay. In dem Buch geht es ums Erwachsenwerden, um Schule, Lernen, um Mobbing, um Familie, die erste Liebe, Freundschaft und richtet sich dementsprechend auch eher an jüngere Menschen, also ich würde sagen an Menschen, die gerade in die Pubertät kommen. Aber ich fand es auf jeden Fall trotzdem angenehm zu lesen und finde, dass das Buch auch schön gestaltet ist. Eine Stelle, die ich besonders schön und wichtig fand, war: Alle sagen, dass man das Schüchternsein überwinden sollte. Aber ist es wirklich so schlimm? Nein. Das fand ich total wichtig, weil ich oft das Gefühl habe, dass es meistens so dargestellt wird, dass wenn man schüchtern ist, man unbedingt daran arbeiten muss, um seine Schüchternheit abzulegen. Aber das stimmt halt auch einfach nicht und deshalb fand ich es schön, dass es in diesem Buch anders dargestellt wurde. Auch in dem nächsten Buch, das ich gelesen habe, geht es um ähnliche Themen. Und zwar habe ich von Lisa Sophie Laurent, Wie ich aufhörte, perfekt sein zu wollen, einen Leitfaden zum Umgang mit peinlichen Situationen aller Art gelesen. In dem Buch erzählt Lisa von ihrer Jugend und dem Erwachsenwerden. Und auch hier geht es um Freundschaft, Stress mit den Eltern, Beziehungen und auch Themen wie Mobbing und psychische Erkrankungen werden angesprochen. Und Lisa erzählt auch von ihren eigenen Erfahrungen mit Panikattacken. Ich fand das Buch sehr angenehm zu lesen und es gab auch immer wieder sehr humorvolle Stellen, wo man beim Lesen auch schmunzeln musste. Und ich fand ihre Beschreibung von dem Panikgefühl als Wollknäuel im Hals irgendwie total treffend und irgendwie auch ein total schönes Bild dafür, auch wenn es natürlich kein schönes Gefühl ist, aber es beschreibt das Panikgefühl einfach total gut. Danach habe ich von Svenja Gräfen Radikale Selbstfürsorge jetzt, eine feministische Perspektive gelesen. Das Buch erscheint jetzt Anfang April und wie der Titel schon sagt, geht es um das Thema Selbstfürsorge. Generell bin ich bei dem Thema Selbstfürsorge oft auch ein bisschen skeptisch, aber direkt zu Beginn wurde schon klar, dass die Autorin das auch selbst kritisch und reflektiert betrachtet und ich habe mich beim Lesen total abgeholt und verstanden gefühlt. Mir hat das Buch richtig gut gefallen und ich konnte viele hilfreiche Gedanken daraus mitnehmen und habe mir auch viele schöne Stellen mit Klebezettelchen markiert. Was mir auch total gut gefallen hat, ist, dass es zu Beginn eines Kapitels immer eine Illustration von Slinger Illustration gibt. Und die Illustrationen passen immer thematisch auch zu dem Kapitel und sind einfach immer total schön.
Also das Buch hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Danach habe ich noch ein E-Book gelesen, und zwar von Susanne Fülscher, Küsse und Café Olé. Es geht um Elda. Elda ist 16 Jahre alt und darf für 7 Monate einen Auslandsaufenthalt in Frankreich machen. Aber als sie dort ankommt, ist sie erst einmal sehr enttäuscht. Ihre Gastfamilie wohnt in einem hässlichen Hochhaus in der Vorstadt. Sie hat ein kleines Zimmer mit Blümchentapete und ihr Gastbruder Etienne ignoriert sie, soweit es geht. Der einzige Lichtblick ist Etiennes bester Freund Serge. Aber auch da gibt es einige Herausforderungen. Ich fand, es war eine ganz nette Liebesgeschichte, aber wirklich gepackt und emotional berührt hat sie mich nicht. Irgendwie gab es in diesem Monat viele Bücher, die mich nicht so wirklich gepackt haben und die mich ein bisschen enttäuscht haben. Deshalb habe ich meinen Lesemonat mit einem wundervollen Buch ausklingen lassen, und zwar mit Momo. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie euer Lesemonat so war und ob ihr ein Buch gelesen habt, das euch besonders gut gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!